Thema Küche, Kochen, Einkaufen. Meine Küchenhacks, Tipps und Tricks, die siehst du hier in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Lara's einmal eins zum Leben. Voll schön, dass du wieder mit dabei bist. Das eine oder andere kennt man bestimmt. Für mich ist es selbstverständlich, aber das heißt ja nicht, dass es für andere selbstverständlich ist. Und wenn es ein Mehrwert ist, wenn ich diese Info mit jemandem teile, dann habe ich mir gedacht, mache ich das doch voll gerne. Und ich habe jetzt mal niedergeschrieben, was so Erleichterungen sind, egal ob Stromsparen ist, Geldsparen ist oder Zeitersparnis ist, rund um die Küche. Und fangen wir gleich mal damit an. Tipp Nummer 1 ist die Aufbewahrungsmöglichkeit. Ich habe verschiedene Aufbewahrungsdosen, unter anderem zum Beispiel von Tupper welche, aber auch nicht von Tupper. Die von Tupper, da habe ich diese frische Boxen. Diese kleine Variante, die nehme ich oft her für Blaubeeren, also Heidelbeeren oder sowas, was schnell schlecht wird. Das packe ich da rein, tue es in den Kühlschrank und dadurch halten die viel länger frisch. Ich habe auch die größere Variante, die nehme ich gern für Babyspinat oder Feldsalat her. Oder habe ich von Tupper auch so eine einfüllbare Tupperdose. Nicht jede Tupperdose oder auch Aufbewahrungsdose kann man einfrieren. Das ist extra eine, da sind so Schneeflocken mit drauf. Da erkennt man das, die kann man einfüllen und das ist richtig praktisch. Oder ich habe mir auch ganz viele verschiedene Größen an so Glasschüsseln gekauft und Plastikdeckel dazu. Und die kann man sowohl einfüllen als auch im Backofen als Auflaufform verwenden und in die Mikrowelle packen. Also die sind für alles richtig gut geeignet und deswegen nehme ich die sogar mittlerweile schon fast lieber her als die Tupperdosen. Ich verlinke dir da mal einen Vorschlag in der Infobox, wenn du auch sowas kaufen willst. Ich habe die wirklich in sämtlichen Größen und benutze sie so viel, weil mein Tipp Nummer 2 ist, dass ich auch Reste immer einfriere. Wenn ich koche, dann koche ich immer zu viel. Du kennst es vielleicht auch, aber ich koche auch oft bewusst zu viel, weil ich dann die Reste mal mittags essen kann und mit in die Arbeit nehmen oder mit meinem Mann mitgebe in die Arbeit. Und das mache ich halt auch in diesen Glasformen oder in diesen Tupper einfrierbaren Formen. Die werden nicht schlecht, weil wenn ich es im Kühlschrank stehen lasse, und nicht am nächsten Tag gleich mitnehmen, dann weiß ich, vergesse ich es und dann steht es eine Woche lang drin, schimmelt und ich schmeiße es weg. Und wenn ich es einfriere, dann ist es egal, ob ich es am nächsten Tag esse oder in 2 Wochen oder in 2 Monaten mir was rausnehme und mich mittags darüber freue. Das bleibt halt viel, viel länger frisch. Du kannst es nicht vergessen und es besteht nicht die Gefahr, dass es schlecht wird. Und ich finde es halt richtig cool, schon ein bisschen was Vorgekochtes einfach auch eingefroren zu haben, weil man dadurch oft, wenn man keine Zeit hat, doch was Selbstgekochtes mitnehmen kann. Apropos einfrieren, Tipp Nummer 3. Ich friere auch sehr, sehr viel ein, was zum Beispiel Fleisch angeht. Hackfleisch geht super, aber auch anderes Fleisch, Hähnchenfilets oder ja, Steak zum Beispiel, Grillgut friere ich ein, überhaupt kein Problem, aber auch Brot. Und das mache ich, weil ich immer nur einmal in der Woche einkaufen gehe und mir sonst die Sachen am Ende der Woche nicht mehr gut sind. Brot wird entweder hart oder fängt zum Schimmeln an und Fleisch fängt irgendwann auch zum Müffeln an, wenn ich das im Kühlschrank aufbewahre. Deswegen tue ich das ganz gerne einfrieren und dann einfach am Morgen rausnehmen und auftauen lassen. Fleisch lasse ich im Kühlschrank auftauen, Brot lasse ich einfach auf dem Tresen auftauen oder wenn ich keine Zeit habe, dann tue ich das Brot in der Mikrowelle auftauen lassen und beim Fleisch mache ich gerne Wasserbad, einfach hier in meiner Spüle, wo ich dann mit lauwarmem Wasser das Fleisch reinlege, weil da habe ich das Gefühl, in der Mikrowelle wird es irgendwie immer ein bisschen schon zum Teil dann gekocht, weil es zu warm ist an manchen Stellen, innen drin ist aber noch gefroren. Die Lösung mag ich nicht so gern. Finde, das ist ein Tipp, wo man einfach auch vermeiden kann, dass Sachen immer schlecht werden. Also es ist auch etwas Nachhaltiges. Als ich ausgezogen bin, habe ich in einer kleinen Wohnung in München mit einer WG-Kollegin gewohnt und wir hatten echt eine richtig kleine Küche. Also diese Küchenzeile ist wahrscheinlich schon größer als damals die ganze Küche. Und ich hatte natürlich auch bloß so eine Grundausstattung, wie das halt ist. Frisch ausgezogen, was man halt dann an Hausstand auch hat. Und ich hatte zum Beispiel kein Nudelholz. Wenn du kein Nudelholz zu Hause hast oder vielleicht auch 2 brauchst, weil du mit Kindern oder sowas backst, dann kann man auch eine Glasflasche hernehmen, eine Weinflasche zum Beispiel. Die ist schön dick, die würde ich jetzt dem Kind natürlich nicht geben, aber für dich selber.
Damit kann man auch Pizzateige ausrollen. Zwar kriegst du es nicht ganz so dünn hin, weil man nicht so arg viel Druck ausübt, aber zum Plätzchen backen oder sonst irgendwas überhaupt kein Problem. Sowohl mit vollen Flaschen, aber die sind halt dann dreckig, als auch mit leeren Flaschen. Habe ich richtig oft gemacht und gute Erfahrungen damit. Vielleicht hilft es dir ja auch, wenn du manchmal keine Utensilien passend zu Hause hast. Eine andere Sache, die ich mir jetzt in dieser Küche angeschafft habe, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich weniger unzufrieden bin nach dem Kochen. Diese Fläche ist die große Anbratfläche. Das heißt, wenn ich eine Pfanne habe, wo ich Fleisch anbrate oder sowas, dann ist es relativ nah an der Front und das Öl, das spritzt oft aus der Pfanne raus. Und wir haben so einen blöden Boden. Das sind Fliesen, die schauen aber nach Holz aus. Was blöd ausschaut, ist, dass da die ganze Zeit die Fettspritzer drauf sind. Und während dem Kochen merke ich das oft nicht, steige rein und verteile das in der ganzen Wohnung. Und auf Fliesen sieht man halt einfach sowas, auf dunklen Fliesen so nochmal mehr. Und ich habe jetzt mir so einen Läufer, so einen Küchenteppich von Ruggable besorgt. Die haben mir den netterweise kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wenn du auch nach einer Lösung suchst für sowas, die Teppiche sind halt mega einfach in der Pflege. Sie sind schmutzabweisend und du kannst sie auch einfach in die Waschmaschine alle paar Monate mal stecken. Dann ist es überhaupt kein Drama, das zu pflegen. Wenn du Kinder hast oder Haustiere hast, die sind auch kinder- und haustierfreundlich, weil sie halt so unkompliziert waschbar sind in der eigenen Waschmaschine. Das ist für mich voll das Argument, warum ich diesen Teppich mir ausgesucht habe. Und den Läufer habe ich halt deswegen genommen, damit es schön einfach da dazwischen auch Platz hat. Und wenn du auch sowas brauchst und dich freust, dann kannst du gerne mit meinem Code auf der Seite von Ruggable mal ein bisschen suchen und einkaufen. Ich finde es eine unkomplizierte Lösung, die mir mega hilft und weniger Frust nach dem Kochen sorgt, weil sonst habe ich halt immer nach dem Kochen dann nochmal den Boden wischen müssen, nass. Und das hat mich so genervt. Und jetzt tue ich maximal Staubsaugen, wenn irgendwelche Bröseln da sind und fertig. Finde ich eine super Zeitersparnis, unkompliziert in der Pflege. Und die zahlen mir jetzt nichts dafür, dass ich dieses Video mache, aber sie haben mir einfach diesen Teppich kostenlos zur Verfügung gestellt. Deswegen habe ich mir gedacht, blende ich ihn eben auch mal mit ein. Bin voll froh drum. Und das ist auch was, wo ich einfach in der Küche schaue, dass ich es praktisch und einfach mache, damit ich auch gerne koche. Und das ist sowas, was für mich da einen Mehrwert bietet. Aber auch praktisch und einfach ist meine Aufteilung in der Küche. Also ich habe genau neben dem Herd hier in dieser Schublade meine ganzen Gewürze drinnen. Und in diesem Schrank mein Öl, Essig, weil das sind die Sachen, die am nächsten zum Herd sind. Und dort brauche ich sie auch. Hier in der Kücheninsel ist Geschirr, Tupperware, all sowas, was ich beim Kochen nicht brauche, kann ein bisschen weiter weg liegen, damit ich, wenn ich koche, schnelle und kurze Arbeitswege habe und leichte Handgriffe mir helfen beim Kochen. Also überleg dir auch, wie du deine Küche einrichtest, wo du was hinpackst, genau dort, wo du es auch brauchst. Was ich auch mache, ist, ich habe zum Beispiel genau neben dem Herd einen Wasserkocher stehen, du siehst ihn da hinten, und ich koche Wasser, wenn ich Nudeln koche, Reis koche oder einfach heißes Wasser brauche, immer einen Wasserkocher auf. Weil es geht viel schneller, ist stromsparend dadurch und ganz ehrlich, wem ist nicht geholfen, die Energiekosten ein bisschen nach unten zu bringen? Meine Strompreise sind schon wieder nach oben gegangen dieses Jahr. Ärgerlich, aber ich glaube, da sitzen wir alle im gleichen Boot und damit kannst du Energie sparen. Und wenn du dann das Wasser in den Topf füllst, dann tu auch den Deckel drauf. Ich vergesse das manchmal. Manchmal lasse ich es auch bewusst weg, wenn der Topf sehr, sehr voll ist mit Nudeln, weil das sonst eben auch leicht übergeht. Aber das ist halt was, wo einfach dann die Hitze in dem Raum bleibt, wo sie auch sein soll, nicht nach oben abhaut. Und dadurch sparst du auch nochmal einiges an Strom und Energie. Wie man den Kühlschrank einräumt, ist auch wichtig, damit dir deine Sachen nicht so schnell schlecht werden. Wichtig ist zum Beispiel im untersten Fach vom Kühlschrank, es ist ja 0 Grad Fach, da kannst du Gemüse richtig gut lagern und dann drüber, genau das Fach über dem 0 Grad Fach oder über diesem frischen Fach, da tu am besten dein Fleisch hin, weil Fleisch brauchst am kühlsten und da wird es dann am wenigsten schnell schlecht. Bei Milch ist es so, die haben ja viele in der Kühlschranktür, ich auch, weil ich habe immer Hafermilch da. Kuhmilch hingegen würde ich immer liegend im Kühlschrank aufbewahren, weil die Kühlschranktür ist der Ort, wo am wenigsten
Kälte da ist, denn die geht ja am meisten auf und da wird es am schnellsten warm drin. Was ich auch mache, das habe ich schon mal in einem anderen Video geteilt und das verlinke ich auch voll gerne, ist ein Wochenplan. Ich schaue mir halt immer einmal in der Woche an, was habe ich ungefähr an Beständen noch zu Hause, was gehört gekocht, was wird dann als nächstes schlecht, was ist im Angebot und dann mache ich einen Wochenplan. Das heißt nicht, dass ich genau am Montag dann Spätzle machen muss und am Donnerstag dann Gulasch, sondern ich schreibe mir dann einfach 6 oder 5 Rezepte auf, die ich die Woche kochen will, wann auch immer ich darauf Lust habe. Und dann kaufe ich nur das ein, was ich für diese Rezepte und für Frühstück und Mittagessen noch brauche. Dadurch sparst du Geld, du verwendest die Lebensmittel, die du hast, auch regelmäßig. Und du kannst natürlich durch diesen Wochenplan oder durch diesen Wocheneinkauf Zeit sparen, indem du nicht 5-mal in der Woche zum Einkaufsladen rennen musst und für jeden Abend was zum Essen besorgen musst, sondern mit einem Eingang alles eingekauft hast und dich dann die restliche Woche nicht mehr drum kümmern musst. Was ich auch noch als letzten Tipp Nummer 10 dir mitgeben will, ist Reis abmessen. Ich habe das lange nicht gemacht, weil es mich genervt hat, immer noch die Waage rauszuholen, wie viel Reis brauche ich. Aber ich verwende einfach ein Glas dafür. Das fülle ich voll mit Reis und die doppelte Menge mache ich dann Flüssigkeit in den Topf. Also, wenn ich ein volles Glas Reis in den Topf kippe, dann mache ich 2 volle Gläser Wasser dazu und dann hast du die perfekte Flüssigkeit für deinen Reis. Du hast nicht das Problem, dass du nach dem Kochen dann noch der Reis im Wasser schwimmt und du den dann nochmal irgendwie abschöpfen musst oder sowas. Und du hast aber auch nicht das Problem, dass zu wenig drin ist und der irgendwie hart bleibt. Und je nachdem, was du dazu kochst und wie sättigend das ist, brauchst du natürlich mehr oder weniger Reis. Ich koche immer gerne 2 Gläser voll Reis, weil ich danach zum Beispiel am nächsten Tag oder übernächsten Tag voll gerne mit dem restlichen Reis Nasi Goreng mache, gebratenen Reis. Das war mein Tipp zum Thema Reis. Der ist mir noch eingefallen, weil das bin ich so eine Erleichterung, dass ich nicht jedes Mal diesen blöden Reis abwägen muss. Ich hoffe, es war für dich irgendein Tipp mit dabei, der dir vielleicht noch unbekannt war. Wenn du noch weitere Tipps hast, schreib die auf jeden Fall mal in die Kommentare und schau auch gerne in den Kommentaren vorbei, weil vielleicht ist dort von einem von euch Zuschauern ja ein mehrwertiger Tipp für dich mit dabei. Würde mich super unterstützen und freuen, wenn das Ganze einfach auch von eurer Erfahrung in der Küche lebt und wir gegenseitig voneinander profitieren können. Das wäre doch richtig schön. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal Lanas 1x1 zum Leben. Ciao!